So, und damit seid gegrüßt zu Dungeon Nummer 8 hier in Kirgistan. Heute geht es erstmal hier runter zum eingestürzten Gewölbe. Mach mal Platz da, so rum. Und das ist hier an dieser Position und für den Druiden gedacht. Beziehungsweise man bekommt einen Aspekt für den Druiden. Also ich hoffe, dass jetzt hier die Sound Options ein bisschen besser sind, auch von der Tiefe der Stimme her. Also hoffe ich. Oh, okay. So. Okay. Naja. Ah, tötet wieder alle Gegner. Ja, klar, mach ich. Ja, okay. Ja. Also, ich hoffe, dass man das noch in der Vielfalt der Gegner gemacht wird. Au. Oh, da haben wir wieder einen Windspiel-Boss. Ja, Mini-Boss. Und gleich den zweiten Wind-Mini-Boss dazu. Super. Und wir müssen wir. Und dieses Zeichen übrigens heißt, dass die Gegner mehr Leben haben. Nützt ihnen aber trotzdem nichts. Okay, noch 14 Gegner hier. Oh Mann. Und noch ein Windfall. Und auch noch ein Giftboss. Ja, super. So. Okay, dann haben wir hier die Gegner platt gekloppt. Dann geht's hier hinten weiter. Uiuiui. Okay. Das Summen. Das unaufhörliche Summen. Ständig. Überall. Oh ja, das kann ich nachvollziehen, dass das verrückt macht. Mich macht ja schon ein einziges Vieh verrückt hier. Und wenn das ein ganzer Schwarm ist. Ja. Ja, wobei die Faustzahlen waren sie nicht. So anders als das Leben in Sankt auch nicht Mario. Besser. Sagen wir es so, ich mag's nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erst hier unten hin. Mal gucken. Wäre toll. Hier unten hin, meinte ich. Oh Mann. Ich muss sagen, ich hoffe, dass wir da ein bisschen zurückrudern. Die hätten die Monsterdichte nicht runtersetzen müssen. Oh, sorry. Sondern hätten die Monsterdichte in allen Dungeons erhöhen müssen. Das heißt, ein spezielles Dungeon nicht als Transport genutzt wird, sondern dass alle Dungeons ja im Endeffekt gleich sind.
Es ist aktuell wirklich schwierig. Man hat teilweise leere Gänge. Beziehungsweise es dauert zu lange, gerade bei solchen Sachen, wenn man dann mal... Na komm. Wenn man dann mal... Wie jetzt hier zum Beispiel alle platt gehauen hat. Weil man in die falsche Richtung gegangen ist. So, dass halt nicht ein Dungeon speziell nur abgefarmt wird. Ich muss sagen, dadurch, dass hier sehr wenig Gegner sind, ist es halt schwierig, überhaupt noch gut zu leveln, sag ich jetzt mal. Ich will ja jetzt nicht, dass in einem Dungeon, weiß ich nicht, 20.000 Gegner sind oder so. So dass man pro Dungeon, weiß ich nicht, 3,5-4 Level macht. Aber ein bisschen mehr Gegner wäre schon ganz gut. Andererseits muss man sagen, man kommt hier halt auch dann relativ schnell durch. Es hat halt sowohl als auch, sowohl Vor- als auch Nachteile. Ich weiß es nicht. Aber na gut. Oder dass man sagt, okay, wir setzen die Monsterdichte zwar, oder die Bossdichte runter, aber die Monsterdichte bleibt. Oh, ich glaube, wir dann gut, wenn wir hier lang gehen. Ja, sorry, dass ich noch ein bisschen leise bin. Und ich hoffe, für euch klingt mal nicht so normal. Und vor allem jetzt auch tiefer und nicht mehr so hoch. Eingefroren, bitte. Oh Mann, 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 nee, nee, nee. Okay, und dann dürfte das auch hier erledigt sein. Oh Mann, sorry. Ich glaube, ich bin ein wenig heiser. Ja komm, ich nehme dich mit. Egal. Oh, was ist das denn jetzt hier? Wow, 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 wow.
Ist hart. Okay, aber der Meister kann was, das ist schon mal nice. Oha. Okay. Das dürften die letzten gewesen sein. Puh. Oh, cool. Wieder was Legendäres. Ah, da gucke ich nachher nach. So, der Na. Ach, falsche Taste. Da wollte ich hin. Nicht N, sondern M. Oh Mann. Ja, hier gab es auch noch eine Zeit lang das Problem, dass der Boss nicht erschienen ist. Und da liegt er und wir haben das Dungeon hier erfolgreich abgeschlossen. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es hier ins nächste Dungeon geht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Resttag. Gehabt euch wohl. Euer Albtraumwolf. Wolf Mingan.